Lialo Lüle, willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit unserem Bester. Weiter geht's. So, wollen wir mal die weitermachen? Wird wohl bei Zeit mal Waffen wechseln. Bogen nicht mehr, ne? Aber hier Zweihandschwert weg, mal Einhandschwert nehmen, wenn wir welche finden. Einhandwaffen. Wenn wir was finden sollten, mal einfach mal ausprobieren, weil es ein bisschen langsam irgendwie Großschwert. Ist zwar stark, ne? Sieht man ja in Zahlen schon. Aber irgendwie ist mir ein bisschen zu behäbig. Zweihandwaffen, nur wieder Zweihandkolben genauso. Aber nach und nach. Ja, machen wir mal weiter. Feuerherzügel. Haben wir schon begonnen gehabt. Danach kommt ein Gebiet, was ich schon mal gemacht habe, aber irgendwie für mich total scheiße ist. Eisklammsund. Und danach dauert noch ein paar Folgen, ne? Keine Sorge. Aber ist irgendwie nichts für mich. Irgendwie ein bisschen blöd. Aber kommen wir auch noch hin. Nehmen wir erstmal hier Feuerherzügel. Machen wir hier erstmal weiter. Immer eine Sache machen dann. So, dritter Herz fährt. Ja, guck an, gar nicht drauf geachtet. Aber fehlgemacht. Gemacht. Fast drei Silber. Sehr schön, sehr schön. So. Welche nächsten? Ja, ich an die Zeit wundern, ich habe Spätschicht. Ich muss erst mittags im Moment arbeiten. Von daher habe ich morgens Zeit zum Aufnehmen. Oh, ist auch Platz. Geht sehr gut. Sehr, sehr gut. Das sind zwei Bosse. Noch zwei. Okay. Das dürfte der eine sein. Abbild. Immer da mal hin. Veteran, die Plamlegion, Abbild, genau. Hier ist das Zeichen drüber, genau. Die öffnet der eine. Hey, was soll das? Hey, Dicker, bleib mal stehen. Was machen die eigentlich? Ich weiß gar nicht. Oh, hält denn nichts aus. So, fährt nur einer weiter unten. Kommen wir da noch ran? Können wir nicht sehen, was er das? Nee, ist der normale. Ach, geh mal für hier hoch. Mal gucken, vielleicht finden wir ihn noch. Da kommt mir entgegen. Sehr schön. Und hier eben noch Platz. Ist er ja. Ja, komm her, Dicky. Oh, komm her, du. Das Event auch vorbei. Das ist wieder der Flammturm, der auf mich ballert. Thank you.
Können wir hier noch kurz wiederbeleben? Oben ist ein Panorama. Glaube ich von hier. Irgendwie ist es stark gegen Feuer ein bisschen anfällig, habe ich so gemerkt. Ein Ingenieur nämlich auch. War ein bisschen anfällig gegen Feuer. Oh, ach, lass mal jetzt liegen. Da oben ist nämlich das Herz. Da glaube ich hier vorne müssen wir hoch. Mich recht in Sinne. Ihr wisst ja, der direkte Weg ist nicht immer der richtige. Ach, ist da. Ach, das ist woanders, als ich jetzt dachte. Kommt das erst noch? Ja. Aber ist ja schon ein guter Weg. Hier lang. Da müssen wir, glaube ich, auch gehen, oder? Ah, ne, kommen wir hier auch so hoch. Das ist egal. So, ist irgendwo anders, als ich jetzt dachte. Ja, was fürs Auge, ne? Wenn man bedenkt, gilt wo 2 schon 10 Jahre alt. Ja, so schnell vergeht die Zeit. So, gehen wir jetzt da hoch, ne? Moment. Beherrschungspunkte. An manche kommt man noch nicht ran. Sofort. Aber wenn man es jetzt so sieht, ne? Kommt nicht ran. Hab mal gelesen gehabt. Ja, man muss dafür eine persönliche Geschichte, glaube ich, erst dementsprechend weit sein. Dann kann man diese Eisbootsaga machen. Dann kann man die letzten Bashingspunkte einsammeln. Mal gucken. Ich komme schon ran. Glaube ich schon 2 oder 3 Punkte, die man nur über diese Eisbrutsager bekommen kann. Und dann sind die auch sichtbar. Und komisch. Komm mal da jetzt schon an. Der soll höher sein. Da. Hallo. Ich muss fast schon rankommen. Ich sehe ihn hier gar nicht. Dann sei es mal, wer wieder nur über die Eisbrutsager rankommt, müsste jetzt nachschauen. Weil sehen kann ich ihn gar nicht. Kann natürlich sein.
Und dann wird sich wohl die Welt ein bisschen verändern, stellenweise, wie ich gesehen habe. Und dann kommt man da auch erst ran. Bisschen blöd, finde ich, aber naja, okay. So, machen wir es mal hier weiter. Die Karte erstmal fertig machen. Die Beherrschungspunkte werde ich wohl alle mit meinem Watcher machen. Da bin ich schon ziemlich weit mit der persönlichen Geschichte. Auch wegen Gleiten lernen. Man hat zwar den Gleitschirm schon, fast von Anfang an. Also man könnte mit Level 2 schon gleiten. Theoretisch muss man erstmal freischalten. Also muss man auch in der persönlichen Geschichte vorankommen. Da bin ich ja wieder dabei. Na komm, hau an. Warum da? So, da ist ja nichts mehr. Da war nichts, ne? Nope. Gehen wir jetzt hier die Küste lang. Haufen weiß glühenden Staubs. Ja, die nächsten Elementarviecher. Ich habe gerade überlegt, es gibt alle vier Elemente, also Feuer, Wasser, Luft und Erde, sind hier jetzt vertreten. Als Elementarwesen. In World War 2. Wind kommt später, aber den Rest haben wir schon gesehen. Feuer ist ja hier, Eis ist bei den Jotuns im Schnee. Erde haben wir auch schon oft genug gesehen und Wind, die kommen ein bisschen später. Zum Beispiel in der Silberwüste kommen die vor. Level 80 Gebiet. Wenn man da alles einsammeln möchte, muss man übrigens gleiten können. Wie ich herausgefunden habe. Aber machen wir erstmal jetzt hier weiter. Feuerherzhügel. Hier lang. Das Panorama haben wir ja. Kollege, gehen wir nicht auf den Senkel. Gehen wir nicht auf den Senkel. Ein. So. Gehen wir mal hier lang. Den schon geholt? Das ist der Beherrschungspunkt, genau. Ah ja. Wegmarke vergessen wir auch noch alles, keine Sorge. Müssen wir hier oben lang. Ihr wisst ja, ich mache hier alles. Ich sammle alles ein, alles erkunden, alles entdecken, was nur irgendwie geht. Mit.
So, haben wir auch erledigt. Das ist eine Wegmarke. Da gehen wir noch hin. Und ein neues Pferd. Die Wegmarke will ich noch mitnehmen. Dann machen wir das Pferd nämlich in der nächsten Folge fertig. Oh, noch ein großer. Hallo, Dicky. So, wird eigentlich die Wegmarke haben. Ach, hier drin. Das ist eine Kluft hier, ach, das ist die Wegmarke. So, machen wir die Beine platt und dann machen wir Schluss für heute. Dafür so, sehen wir uns in der nächsten Folge von Guild Wars 2, dann geht's ja weiter. Bis dahin, schön mit dir.